Vielen Dank für die Einführung, für die Einladung, Herr Hildmann, Frau Altage, super, vielen Dank. Genau, und wir freuen uns, Ihnen heute unseren Vortrag über die Wayfinding Journeys, über Wissensdinge in den Nachlässen von Niklas Luhmann und Harold Garfinkel erzählen zu dürfen. Genau, und wir haben uns nämlich überlegt, dass wir eine Reise in die Nachlässe und in die Ideen, die dahinter stecken, unternehmen wollen und eine Reise auch, in der wir ergründen wollen, ob wir als digitale GeisteswissenschaftlerInnen über die methodischen und technologischen Grundlagen überhaupt verfügen, die uns zu einer solchen Reise überhaupt, naja, ausstatten, ermächtigen. Es wird schon klar, wir haben uns überlegt, dass eine klassische Projektvorstellung uns ein bisschen zu, naja, zu langweilig war. Wir haben uns das ein bisschen abenteuerlicher heute vorgestellt, ein bisschen philosophischer und eventuell wird es auch ein kleines bisschen utopisch, aber wir glauben fest daran, dass ihr, sie ebenfalls jeweils gleich, rund um digitale GeisteswissenschaftlerInnen auch immer neugierig seid, auch so eine Reise mal mit uns zu unternehmen. Wir, das haben wir ja gerade schon gehört, sind Jennifer, Andreas, Ines und ich. Übrigens komplett über die Bundesrepublik, glaube ich, verstreut und nicht alle in Wuppertal. Das heißt, es hätte doch nicht geklappt. Wir sind 4 Mitarbeiterinnen in Wuppertal, genau am Lehrstuhl Saale. Und seit mehr oder weniger 3 Jahren dabei, eben Luhmann bzw. Garfinkel in ihrer Arbeitsweise über die Schulter zu gucken. Ja, und dann kann ich mir das ja jetzt schon sparen, dass wir aus verschiedensten Richtungen kommen. Also wir haben das ja schon, dieses Spektrum schon gehört. Den kleinen Disclaimer muss ich noch vorweg schicken, dass wir alle keine Soziologie studiert haben. Das heißt, fachlich sind wir eigentlich komplett unterbelichtet und dürfen uns da überhaupt gar keine Meinung erlauben. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Genau, und ich glaube, wir sind auch ganz gut trotzdem ausgerüstet mit diesem interdisziplinären Hintergrund, dass wir den beiden Herren mal im Denken, Arbeiten und Werk über die Schulter gucken und vielleicht auch irgendwie in Ansätzen gerecht werden können. Genau, los geht's. Ja, von mir auch. Hallo, meine Damen und Herren. Ich bin ganz froh, hier zu sein. Ich hoffe, Sie können das entschuldigen, dass ich ein bisschen hektisch bin. Ich habe heute einfach ein paar Tassen Kaffee zu viel getrunken und damit ganz früh angefangen heute. Aber ich denke, wir kriegen das entspannt hin. Was schön an unserem Titel ist, dass unsere Gliederung eigentlich von unserem Titel entnommen werden kann. Vielleicht könntest du nächste gehen, Lena, dann ist das so. Noch ein bisschen betonter. Ich ja, hoffe, kein das Problem. Sich noch ein. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Also hier sehen wir nochmal betont, was meine mit dem Wayfinding Journey. Meine Kollegin Lena hat schon ein bisschen angeschnitten, dass wir sagen, mit einer Wayfinding Journey meinen wir eine Reise. Also wir halten unsere Tätigkeit mit so diesem Metapher fest, indem wir nicht unbedingt von einem Ziellandung ausgehen, sondern eher eine Entdeckungsreise in der Umgebung, in der Landschaft natürlich. Und diese Reise beinhaltet natürlich diese Ideen zu entdecken, die hinter diesen Nachlässen zu stecken einerseits, aber andererseits natürlich eine Reise, die uns interessiert, in der wir versuchen, uns mittels rechnerischer Denkweise, Methodologien, Technologien zu mobilisieren und zu orientieren. Wir sind digitale Geisteswissenschaftlerinnen, also wir sind überzeugt, dass mit den digitalen Methoden, das ist ein guter Werkzeug, sich zu mobilisieren. Daher, ich glaube, ich muss da diesbezüglich nicht so viel sagen. Nächste bitte, Lena. Dankeschön. Ja, genau. Und dann in diesem Journey, diese Reise muss ja auch in einer Landschaft stattfinden und ihr Form, ihr Merkmale, ihr Bestandteile bestehen aus Wissensdinge in den Nachlässen und sie weisen meistens an sich und alleine spannende Besonderheiten auf. Sie gewinnen aber auch einen mehrdimensionalen Bedeutungsrahmen als Teil der Konvolute und haben immer als Nachlassobjekt zu sein. Nicht? Also nicht nur als alleine diese Wissensdinge, die diese Nachlässe ausmachen, aber an sich, dass sie überhaupt Nachlassobjekte geworden sind, ist schon spannend. Danke, Lena. Und diese Nachlässe, diese zwei Teilnachlässe und deren Wissensdinge von Niklas Luhmann und Harold Garfinkel, die wir heute vorstellen, besitzen besondere wissenschaftsgeschichtliche Relevanz. Einige kennen sich gut damit aus, andere nicht. Deswegen sage ich mal, Luhmann und Garfinkel haben beide mit ihren Gedankengut, ihren Theorien einen erheblichen Einfluss, nicht nur auf dem Gebiet der Soziologie, sondern auch auf andere Gebiete wie die Medienwissenschaften genommen. Medienwissenschaften nehme ich absichtlich als Beispiel, weil ich habe von den beiden Herren innerhalb der medienwissenschaftlichen Studium gehört, ein bisschen mehr Luhmann als Garfinkel, aber beide waren in unserem Kanon sozusagen in meinem Studium. Und es wird natürlich unmittelbar um diese Personen auch gehen. Und jetzt werden wir diese Gliederung ein bisschen umdrehen und von Personen anfangen. Aber bevor wir mit den Personen anfangen, möchten wir gerne auch unsere Rahmenbedingungen als Projektbedingungen erläutern. Und da wird mein Kollege Andreas Mertens mir helfen. Ja, genau. Nach der Erklärung dieser Metapher, nun sagen wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück
Und wie Sie auch hier an den bestimmt schon vermissten Logos sehen können, sind wir quasi immer noch in den Einführungsfolien, die wir uns extra hierfür aufgespart haben, die Logos. Denn das Ganze findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern natürlich wie alle DH-Projekte in Kooperation mit Fachwissenschaftlern und natürlich finanziert von DFG und Akademie in diesem Fall. Und da wollen wir auch heute ein bisschen drauf eingehen, weil es sind natürlich beides Soziologieprojekte, aber inwieweit es quasi trotzdem die gleichen Methoden erfordert oder nicht, darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen, denn es sind Nachlässe von Soziologen, aber vielleicht sind die Anforderungen natürlich trotzdem andere, weil die Universität Bielefeld, an der Luhmann gewirkt hat, die hat natürlich ein anderes Interesse in einem, glaube ich, über 20, 30 Jahre gehenden Akademievorhaben, als jetzt ein in einem Forschungsprojekt angesiedelte Digitalisierung von Garfinkel. Das findet, wie auch in der Einführung schon gesagt wurde, im Sonderforschungsbereich Medien der Kooperation statt, der an der Universität Siegen angesiedelt ist. Und der beschäftigt sich eben mit soziologischen Fragen. Die machen auch tatsächlich Untersuchungen in Krankenhäusern und über frühkindliche Entwicklung und so etwas. Und die Verbindung zu Garfinkel ist eben, dass die auf den Ideen von Garfinkel aufbauen. Und deswegen haben sie auch ein Interesse an dieser Digitalisierung dieses Nachlasses. Und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen, wie das vielleicht dazu führt, dass trotz des, sagen wir mal, homogenen Materials vielleicht zwei unterschiedliche Ansätze hier benötigt werden. Nächste Folie bitte. Genau, und gleichzeitig sind wir natürlich auch eingebettet in die Digital Humanities als größere Forschungscommunity. Und da gibt es vielleicht auch Erwartungen an diese Projekte quasi von unserer fachlichen Seite. Nämlich eben, wie können diese geisteswissenschaftlichen Wissensdinge mit digitalen rechnerischen Methoden untersucht werden? Wie können diese Wissensdinge dann im digitalen Umfeld, in digitalen Umgebungen zum Ausdruck kommen? Und was kann überhaupt von digitalen Methoden, die wir natürlich im Projektalltag ständig benutzen, erwartet werden? Und insbesondere dann wollen wir auch den Begriff des Modelings eingehen. Das ist ja eine der Hauptbeschäftigungen in digitalen Geisteswissenschaften ist. Also wie modellieren wir Daten? Wie machen wir Daten weiter verarbeitbar und erschließbar? Und vielleicht wollen wir auch hier ein bisschen schauen, dass vielleicht nicht die Modelle, die man entwickelt, dann das wirklich Wichtige ist, über das man nachher nachdenkt, sondern eben der Prozess des Modellierens. Und zum Schluss möchte ich jetzt übergehen auf die Vorstellung eben der beiden Soziologen, denn ich denke, im deutschen Wissenschaftsraum Luhmann könnte man kennen. Garfinkel kannte ich vor diesem Projekt tatsächlich überhaupt nicht. Und Sie sehen hier die beiden Herren eingebettet in ihre zukünftigen Nachlässe sozusagen. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen eben darauf eingehen, dialoghaft, was das eben mit uns macht, dass wir diese beiden Nachlässe digitalisieren müssen. Genau, ja, vielen Dank auch von mir. Luhmann, wie eben gerade gesagt, hier oben rechts schon zu sehen, war ein Großtheoretiker und vor allem berühmt und bekannt eigentlich für zwei Dinge. Das erste ist sein Lebenswerk, und zwar hat er eine allgemeine Theorie der Gesellschaft verfasst. Und im Zusammenhang mit diesem Werk hat er mehr als 550 Publikationen veröffentlicht. Und bei uns im Nachlass, den wir edieren, haben wir dazu noch etwa 8-mal so viele unveröffentlichte Manuskripte und Publikationsvorstufen. Und das Zweite, wofür er vor allem berühmt ist, das ist sein Zettelkasten. Den kennen Sie vielleicht eher noch. Und von dem oder zudem sagt Luhmann selber, dass dieser Zettelkasten seine Bücher für ihn schreibt. Man kann also sagen, der Kasten ist Denkwerkzeug und Publikationsmaschine. Luhmann war, das hatten wir schon am Anfang so angedeutet, Professor an der Universität Bielefeld. Die war damals gerade neu gegründet worden und hat eben jetzt auch ein eigenes Interesse an diesem Forschungsprojekt. Und mit dieser Uni Bielefeld gibt es jetzt seit 2015 ein Kooperationsprojekt, in dem wir den gesamten Nachlass eben digitalisieren, erschließen und vernetzen. Der Zettelkasten ist bereits in Teilen online und wird auch konsequent erweitert. Und aktuell arbeiten wir daran, die Manuskripte zu erschließen. Und da wird jetzt demnächst, schon mal eine Vorhersage, demnächst eine große Gruppe online gestellt. Ja, hallo, ich bin wieder dran. Jetzt sind wir Person Harold Garfinkel. Und ja, also ich muss sagen, mir fällt tatsächlich ein bisschen schwer, Garfinkels Werk oder wie er gearbeitet hat, in kürzeren Wörtern zu beschreiben, aber ich werde versuchen, ich hoffe, Sie können bei mir bleiben. In seinem Buch von 2002, Harold Garfinkel,
schrieb zu dem Programm von Ethnomethodologie, das ist die Methodologie, die Garfinkel verwendet, to discover the things that persons in particular situations do, the methods they use to create the pattern and orderliness of social life. Was hier gemeint ist, ist, dass nach Garfinkel die Mitglieder der Gesellschaft müssen über gemeinsame Methoden verfügen, mit denen sie gemeinsam die sinnvolle Ordnung der sozialen Situation konstruieren. Ja? Und diese gemeinsamen Methoden sind am besten in Alltagspraktiken zu beobachten. Und da sehen wir schon diesen Unterschied zwischen Luhmannscher Perspektive und Garfinkel. Weil also hier sehen wir so ein Bottom-up-Prinzip, in dem Alltagspraktiken beschrieben und beobachtet werden und daraus eine Theorie entsteht. Und in der Praktik gibt es eine menschliche Expertise, behauptet Garfinkel, und diese Expertise scheint uns fast unsichtbar, weil wir das so selbstverständlich wahrnehmen und weil wir diese Expertise so verinnerlicht haben. Und die Arbeit, diese Praktiken zu beobachten und genau zu beschreiben, wie die sind, ist von Garfinkel Ethnomethodologie genannt, und der würde sich auch vielleicht als Theoretiker beschreiben, indem aber der sagen würde, ich beschreibe diese Praktiken und Theorie entsteht von sich selbst. Ja? Und damit habe ich versucht, ein bisschen Ethnomethodologie hier nachzubringen. Der war unter anderem auch Schüler von Parson, genauso wie Luhmann. Der war Professor in der University of California, und sein Schlüsselwerk gilt Studies in Ethnomethodology von 1967. Das hat ganz schön Krach gemacht, als da rauskam, weil das war ziemlich unkonventionelle Forschungsmethoden, vergleichsweise was damalige Soziologie betrieben hatte. Und drei Beispiele haben wir hier genannt von diesen unkonventionellen Methoden. Eine wäre hier Members Method, in dem Garfinkel sagt, falls wir solche Praktiken beobachten wollen und damit forschen wollen, müssen wir ein Member, ein Mitglied von diesem Praktik sein. Ein bekannter Beispiel für ist, dass ein Studierender von Garfinkel eine Arbeit über Praktiken in Feuerwehr machen möchte, und Garfinkel empfohlen hatte, dass er eine dreijährige Ausbildung in Feuerwehr machen sollte, um Hausarbeit zu Ende schreiben zu können. Und das hat er ernst gemeint. Und die zweite, die wir genannt haben, Breaching Experiments, die finde ich auch ziemlich spannend. Das ist eher eine Lehrmethode als Forschungsmethode, um die Studierenden nahezubringen, was er mit diesem unsichtbaren Expertise meint, indem er die Studierenden Hausaufgaben verpasst hat, wo die Studierenden dann den Alltag für die Woche normal leben sollten, indem ein bestimmter Aspekt isolierten und so tun, als ob die das noch nie gehört haben. Ein bekannter Beispiel ist das, die Frage, wie geht es dir? Und die Studierenden müssen eine Woche damit leben, dass sie, als ob die noch nie gehört haben, dass jemand denen fragt, wie geht es dir? Und diese Breaching-Experiment, in dem die diese Ordnung in alltäglichen Leben stören, indem die sagen, was meinst du mit, wie geht es dir, was geht mir, und meinst du das jetzt physisch, körperlich, wie geht es mir? Und diese Störung machte sichtbar, was für eine menschliche Expertise hier gemeint war. Und die letzte, das Unique Adequacy Requirement, ist das, wenn wir diese Praktiken forschen, dass Garfinkel einen großen Fokus darauf gelegt hat, dass jedes Problem, jedes Forschungsgebiet, jede Praktik an sich so speziell ist, dass es das fordert, dass man die Methoden da anpassen sollte und spezifisch an diesem Praktik herangehen sollte, bevor man Versuche unternimmt, was man beobachtet, zu abstrahieren. Genau. Wir können gerne die nächste Lena werden möchten. Ja, und wir haben gesagt, wir möchten über Wissensdinge sprechen. Dann haben wir erwähnt, wir diesen Vortrag vorbereitet haben, haben wir darüber gesprochen, ja, vielleicht sollten wir da ein bisschen festhalten, was wir meinen mit den Wissensdingen nicht. Ich mag persönlich diesen Begriff sehr, weil das nicht so festgenagelter Begriff ist, dass darüber so viel Forschung gibt, dass man sagt, ja, das kann man nur benutzen, falls diese Anforderungen stimmen. In diesem Sinne ist das so ein bisschen freier Wilden West, wenn man in diesem Gebiet sich bewegt. Natürlich gibt es, vielleicht haben Sie das schon gehört, diese epistemische Objekte, epistemic objects, eine Verbindung dazu, so Hans-Jörg Reinberger und Günther Abel hat im deutschsprachigen Raum darüber veröffentlicht. Aber wir meinen damit etwas eigentlich ziemlich straightforward. Wir meinen materielle Dinge damit, indem wir sagen, diese Dinge werden Wissensdinge genannt, weil sie als Dinge entweder der Träger einer Art vom Wissen sind oder als Stellvertreter eines Wissens agieren. Und sie werden gesammelt, bewahrt, gezeigt und erforscht natürlich. Und dabei wird gehofft, dass das Wissen der Dinge sich weiterentfaltet. Nicht? Also wir nehmen diese Objekte, schließen wir und forschen wir mit denen rum, weil wir hoffen, da gibt es etwas mehr, als wofür die dann stehen. Und so ein weiteres oder neues Verständnis der Untersuchungsgebiets kann dann dadurch geschaffen werden, wenn man diese Wissensdinge bespielt.
Und nachdem wir das geklärt haben, können wir da ein bisschen vielleicht eingehen, was diese Wissensdinger sind, die uns beschäftigt haben in letzter Zeit. Genau, die Idee, das Wissensding im Nachlass zu suchen, das zeigt sich ganz gut an diesem Bild hier zum Beispiel. Es gibt herrliche Bilder eigentlich von beiden innerhalb ihrer Wissensdinge. Wir sehen hier äußerst physisch jetzt das Luhmanns Arbeitszimmer und ihn umgeben von seinen Büchern, von seinen Notizen, also all den Dingen, die Träger seiner Gedanken, seines Wissens sind, wie ihn es gerade ausgeführt hat. Und man meint fast, seine Gedankenwelt hat sich hier räumlich um ihn aufgebaut. Also er ist in seinem Wissensraum quasi. Diese Dinge, die heute als Nachlass dann auf uns gekommen sind, begreifen wir also als einen Wissensraum und die Wissensdinge in ihrem Zusammenhang. Und durch die Kontextualisierung dieser Dinge versuchen wir, diesen Raum wiederherzustellen, um dadurch das Wissen, das sie für Luhmann einmal beinhaltet haben mögen, offenzulegen. Und letztendlich ein besseres Verständnis von Denken, Arbeit und Werk des Soziologen, also beider Soziologen, beider konkreter Soziologen in diesem Fall zu bekommen. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, was Wissensdinge in unserem Fall bei Luhmann sind. Vielleicht noch ich fange mal an mit den Zetteln. Und zwar, was wir jetzt eben schon gehört haben, Luhmann hat vor allem schriftliche Wissensdinge hinterlassen. Das ist ein bisschen anders als bei Garfinkel, das hören wir gleich noch. Und bei den Zetteln ist es so, dass wir etwa 90.000 Zettel im Zettelkasten haben. Und den Zettelkasten, den hat man jetzt eben auf dem Foto gar nicht so gut gesehen. Der war auch im Bild, wenn ich mich nicht irre. Der steht hinter dem Schreibtisch unten auf dem, so sehen wir auf dem Fußboden, wirkt irgendwie ein bisschen untergedrängt, aber es ist halt sehr, sehr erreichbar. Also er musste sich wirklich beim Arbeiten nur zur Seite beugen, Zettel rausholen. Und das heißt, er ist ein sehr wichtiger, wenn auch in diesem Fall unauffälliger, weil etwas verschütteter Teil seines Wissensraums. Genau, danke, du kannst, Entschuldigung, das soll ich nur nachwerfen. Okay. So, genau, zu den Zetteln haben wir, wie gesagt, 90.000 ungefähr und Luhmann hat 45 Jahre lang, also bis zu seinem Tod, kontinuierlich mit und an diesem Kasten gearbeitet, ihn erweitert und benutzt. Und das ist eben das Wichtige, dass er ihn wirklich für sich benutzt hat, als, wie ich am Anfang sagte, auch Denk- und Publikationsmaschine. Was auch klar ist, ist, dass er schon zu Lebzeiten um die Bedeutung dieses Kastens als Wissensspeicher wusste, dass das was Außergewöhnliches ist, denn er hat selber wohl Führungen zu diesem Zettelkasten angeboten. Auf den Zetteln hat er vor allem Literaturhinweise festgehalten, Exzerpte aus Literatur, die er gelesen hatte, aber auch generell Ideen und Konzepte für alle möglichen soziologischen Theorien. Und diese Zettel sind über ein kompliziertes Verweissystem miteinander vernetzt. Und wen das jetzt interessiert, es gibt bei YouTube Videos, wo Luhmann selber seinen Zettelkasten und das Verweissystem erklärt. Also sehr empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Kann man einfach nachgoogeln. Also es ist wirklich, wenn man den Zettelkasten, selbst wenn man ihn schon mal gesehen hat, ist es schwer zu beschreiben, wie der funktioniert. Und es ist sehr angenehm, sich das bei Luhmann selber, also von Luhmann selber erklären zu lassen. Genau, das Zweite, was wir im Nachlass haben, sind etwa 4.000 Manuskripte, beziehungsweise genau genommen meistens Typoskripte. Und darunter sind natürlich vor allem Publikationsvorstufen, aber auch 500 Vorträge und Vorlesungen ungefähr und nochmal ungefähr 150 noch völlig unpublizierte Texte. Die sind für die Fachwissenschaft natürlich besonders spannend, weil sie eben noch gar nicht bekannt und publiziert sind. Als Drittes haben wir dann noch Audio- und Videoaufnahmen. Das sind vor allem Mitschnitte von Vorlesungen und Interviews von zum Beispiel Studierenden, die da in seinen Vorlesungen saßen und das mitgeschnitten haben. Und diese Audiodateien machen vom Umfang her zwar nur einen sehr kleinen Teil des Nachlasses aus, aber sie bieten nochmal so einen ganz eigenen Zugang zu seinem Werk, indem er eben selbst zu Wort kommt. Das ist ein bisschen wie jetzt eben mit dem, was ich sagte, mit dem YouTube-Video. Es ist einfach nochmal was anderes, wenn der Soziologe selber erklärt, wie er sein Werk sieht und wie er arbeitet. Als Viertes haben wir im Nachlass dann seine Arbeitsbibliothek. Das heißt im Grunde die Bücher in seinem Büro. Das, was wir eben gesehen haben, quasi, das nennen wir Arbeitsbibliothek. Und die besteht aus etwa 11.000 Titeln. Das hat man eben schon fast vermuten können, dass es sehr viele sind. Und zwar diese Titel, die wurden von einem Archivar für unser Projekt in einer Citavi-Datenbank erschlossen.
Und derzeit bereiten wir sie so auf, dass wir sie im Projekt vernetzen und benutzen können. Als fünftes und letztes gehören zu den Wissensdingen noch bibliografische Datensätze. Das sind, bislang sind wir etwa bei 9000 und wir sind noch lange nicht fertig. Die fallen jetzt ein bisschen aus dem bisherigen Rahmen heraus, weil es sich eben nicht um Wissensdinge handelt, die ja physisch überliefert sind. Aber wir haben ja eben schon gehört, es geht auch um Wissensdinge, die die Wissen transportieren und die in einer Art physisch da sind. Und bei uns ist es so, dass wir, um diesen Wissensraum Luhmanns und seine Arbeitspraktiken überhaupt modellieren zu können, dass es sich als total notwendig erwiesen hat, dass wir eben nicht nur die physisch vorhandenen Bücher aus seiner Arbeitsbibliothek berücksichtigen, sondern die gesamte Literatur, die er jemals zitiert oder nachweislich genutzt hat, also auch Zetteln in Manuskripten und so weiter. Und weil diese Literatur eben eine so zentrale Rolle in den physisch vorhandenen Wissensdingen spielt, haben wir entschieden, dass wir dafür im Projekt eigene neue Wissensdinge erstellen, nämlich bibliografische Datensätze in XML, das, was Sie hier sehen. Genau, vielen Dank. Und so wie wir gerade Luhmann in seinem Büro gesehen haben, sehen wir hier Garfinkel in seinem Büro, oder wir haben es Wissensraum genannt. Denn wie Ines auch vorhin schon gesagt hat, ging es Garfinkel nicht so sehr um das Wissen zu sammeln in einem Zettelkasten oder um fertige Werke zu schreiben oder Theorien zu entwickeln über Soziologie, sondern er hat sich immer viel mit Praktiken beschäftigt und eben, wie funktionieren Alltagspraktiken. Und das zeigt sich dann auch quasi in der reflexiven Art und Weise, dass er ein Jahrzehnt vor seinem Tod selber ein Bildband herausgegeben hat mit dem Titel Garfinkel Study. Und ich glaube, er hat da bewusst natürlich das Wortspiel gemacht mit Study als Studie und Study als Arbeitszimmer. Und dieses Bild stammt aus diesem Bildband. Das heißt, er hat selber gesagt, mein Büro und die Räumlichkeit und Materialität dieses Büros ist für mich so wichtig für meine Arbeit, dass ich da quasi im Eigenverlag ein Bildband für herausgebe. Und hier sieht man eben, dass er in seinem Schaffen eben im Raum situiert ist, würden die Soziologen sagen, und auch eben diese Ordnung der Materialien in seine Denkweise widerspiegelt. Er hat eben nicht das Wissen kondensiert auf Zettel und die Zettel abgeheftet, sondern er hat einfach alles gesammelt, was ihm unterkam. Er hat studentische Arbeiten gesammelt und kann schon mal auf die nächste Folie weitergehen. Er hat studentische Arbeiten gesammelt, er hat einfach Vorlesungsunterlagen gesammelt, er hat teilweise Gespräche in seinem Sprechzimmer, die er mit Studenten oder anderen Kollegen hatte, aufgezeichnet, teilweise auch ohne Kenntnis der Gesprächspartner, weil er sich einfach sagte, ja, in diesen Alltagssituationen, da findet eigentlich das wirklich Interessante statt. Das heißt, er hat hauptsächlich gesammelt und hat dann ab und zu in Notebooks sich Gedanken gemacht, aber das ist längst nicht so strukturiert wie bei Luhmann gewesen. Und wir sehen hier noch weitere Bilder aus diesem Bildband, die ihn eben zeigen in diesen Materialien. Und das sind nun die konkreten Wissensdinge, die wir hier haben. Wir haben hier in Köln hat es angefangen und jetzt in Wuppertal eben nur einen Teilnachlass dieses Garfinkel-Nachlasses bekommen, der so unter dem vorläufigen Titel Occasion Maps läuft. Occasion Maps ist ein Untersuchungsgebiet von Garfinkel, in dem es darum geht, wie Menschen mit in der Situation gezeichneten Karten umgehen. Also wenn Sie auf der Straße jemanden fragen, wie komme ich zur Bibliothek, der zeichnet Ihnen eine Zeichnung auf eine Serviette, das ist eine Occasion Map in Garfinkels Sicht. Und das ist der Teilnachlass, den wir hier haben. Und wie Sie sehen, haben wir den bekommen in zwei Herrenausstattertüten mit insgesamt drei Stapeln einfach von Foldern, also von Ordnern oder von Umschlägen und zwei Bücher dann dabei. Und das waren nun die Wissensdinge, mit denen wir was machen mussten oder machen sollten. Und ich habe hier nochmal ein paar Ausschnitte reingemacht. Das eine, die Sie sehen, sind einfach Texte, die er geschrieben hat, mehrmals überarbeitet hat oder auch Karten eben aus Notizbüchern. Und ich glaube, wenn du weitergehst, hier sieht man noch einen Umschlag. Das ist zum Beispiel eine studentische Arbeit, die eine Studentin an ihn dann geschrieben hat. Von der Ost- an die Westküste hat sie das geschickt mit der Bitte um Korrektur. Genau, das ist einfach noch ein Draft, den er gemacht hat. Und es gibt noch eine zweite Seite jetzt von Sachen, weil einfach die Materialien wesentlich komplexer sind als diese Zettel und Manuskripte bei Luhmann. Und zum Beispiel hier auf der linken Seite sieht man oben vielleicht, dass es so ein endlos Druckerpapier ist, Lochpapier.
Und dann habe ich darunter wirklich mal Fotos genommen, die wir während der Arbeit in Köln aufgenommen haben, dass da eben auf diesem Papier Folien aufgeklebt waren, auf denen wiederum Sachen geschrieben waren. Und das Ganze faltete sich so auf 1,50 Meter Breite aus. Und das ist halt auch dann einfach ein Ding, da ist Wissen drauf und dann muss man schauen, wie man dann damit umgeht. Und natürlich eine Bibliothek hatte Garfinkel auch. Und da haben wir nur ein Beispiel draus. Und du kannst nochmal weiterklicken. Dann sieht man, dass das eben ein Buch ist, das Garfinkel gelesen hat und was er auch annotiert hat. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, dass da unten ist die Quittung über dieses Buch, was er gekauft hat. Ich glaube, 1996 war es. Und auch das ist natürlich ein interessantes Wissensding, weil das einerseits einen Rückschluss darüber erlaubt, wie hat Garfinkel Bücher gelesen, also das, was man in der DH als Reading Traces mittlerweile kennt, was hat er annotiert und wo taucht das möglicherweise irgendwann wieder auf, aber auch über solche Praktiken. Andreas? Bis Andreas zurück ist, ich kann vielleicht seinen Satz zu Ende sprechen. Ich glaube, dass Andreas versucht das zu sagen, ist es, dass wenn man so eine Quittung findet, kann man das gut verorten. Seit wann hat Herr Garfinkel dieses Buch und was hat er davor geschrieben und was hat er danach geschrieben, nachdem er das Buch gelesen hat. Und das ist auch nochmal Garfinkels Werk besonders relevant, weil wir kommen später auch darauf, wie wir seine Ideen folgen, wie die sich entwickelt haben und aufgebaut haben. Das ist ein bisschen anders als eine normale Autorschaftsarbeit, wie man ein Manuskript erstellt und langsam an so einem Werk arbeitet. Genau. Ich glaube, ja, danke. Und dann mache ich jetzt einfach weiter mit den Erwartungen der Fachcommunity. Und zwar ist eben die Frage, was erwarten jetzt die Communities von uns, von unseren editorischen DH-Projekten? Und Fachcommunity meint jetzt in diesem Fall die Soziologie. Und da sind die Anforderungen, soweit wir das jetzt überblicken können, vor allem praktischer Natur. Das heißt, wir wollen mit den Projekten dabei helfen, dass die SoziologInnen ihre soziologischen Fragestellungen beantworten können und idealerweise natürlich auch überhaupt auf neue Fragestellungen stoßen durch diese Wissensdinge. Das machen wir zum einen, indem wir die Objekte und die Inhalte überhaupt erstmal verfügbar und zugänglich machen, weil, wie wir es eben gesehen haben, die liegen bis dahin zum Teil, sind sie nicht zugänglich, weil sie in Schuhkartons, bei Luhmann sind es Schuhkartons, bei Garfinkel sind es Herrenausstattertüten, irgendwo in den Archiven liegen, wo man normalerweise nicht rankommt. Und zum anderen, indem wir von der DH jetzt her Analysemethoden bereitstellen, die bisherige manuelle Arbeiten ja, schlicht vereinfachen. Das Paradebeispiel dafür ist natürlich immer die Volltextdurchsuchbarkeit. Man kann Texte immer durchsuchen, aber digital geht es halt schneller. Und dann natürlich alles, was irgendwie dazwischen liegt. Das heißt, zum Beispiel haben wir, also von Luhmann jetzt, haben wir letztes Jahr ein unveröffentlichtes Grundlagenwerk als Buch veröffentlicht, also die Grenzen der Verwaltung, um hier ein bisschen Werbung zu machen. Und das war bis dahin auch nur im Archiv in Form von verschiedenen Manuskriptfassungen einzusehen. Und ich kann auch schon sagen, es hat also Reisenabsatz gefunden. Und das heißt, dass wir damit doch sozusagen nochmal dazu beitragen können, die Arbeit von Luhmann weiter zu veröffentlichen, die aus verschiedenen Gründen eventuell nicht publiziert wurde, weil Publizieren war immer sein Ziel. Und natürlich spielt grundsätzlich auch die Kontextualisierung der Objekte eine Rolle, das heißt, dass sie von den Edierenden formal und inhaltlich erschlossen und irgendwie ja in einen Kontext gesetzt und auch ein bisschen eingeordnet werden. Genau, das war die Fachcommunity. Aber wir schimpfen uns ja jeweils die DH-Projekt und da steht immer interdisziplinär oben drüber. Und das heißt, wir können auch die Erwartung stellen, dass wir einen gewissen Eigenanteil an Forschungsfragen haben. Und dazu jetzt, also was steht vorne dran? Natürlich stellen wir erstmal sicher, dass die Infrastruktur aufgebaut wird und steht, also angefangen vom Scan-Workflow bis hin zum Webportal. Für Luhmann könnt ihr das übrigens unter dieser Webadresse, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, erreichen. Bei Garfinkel sind sie noch nicht ganz so weit, kommt aber, ne, Ines? Wir visualisieren und wir explorieren die Daten, was Jennifer eben ja schon gesagt hat. Aber wir
sind auch noch auf der Suche, beziehungsweise wir haben natürlich auch Forschungsfragen. Und das, wie ja schon angedeutet wurde, dreht sich um die Kontextualisierung der Dinge. Also das heißt, um die Suche nach einem Modell des Systems Wissensraum. Und hier, das System ist hier eingeklammert in Anführungsstriche. Und da muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, wie vorhin schon, wir sind keine Soziologen. Aber hier haben wir ein bisschen gesponnen, denn vielleicht könnte man sogar sagen, dass wir hier Luhmanns Theorie auf seinen eigenen Nachlass anwenden, wenn wir eben sagen, dass wir jeden Teil dieses Nachlasses, wie wir diese Wissensdinge jetzt eben gerade in Kategorien quasi unterteilt, also Arbeitsbibliothek, Zettelkasten, Notizen, Manuskripte, Typoskripte und so weiter gesehen haben, dass wir jeden Teil als eigenes System behandeln und modellieren und diese Systeme eben durch ihre Umwelt, das heißt die anderen Bestandteile des Nachlasses, der Nachlässe, jeweils immer beeinflusst werden. Also das heißt, sie stehen unter der ständigen Herausforderung oder der ständigen Veränderung sind sie ausgeliefert. Und je länger die Projekte andauern und auch aufgrund natürlich der Heterogenität dieser Nachlässe, wie wir gerade gesehen haben, gestaltet sich diese Suche nach dem Modell des Systems Wissensraum recht schwierig. Das heißt, vielleicht können wir als Programm der DH-Seite mehr Erfolg für uns verbuchen oder ist Erfolg versprechender, wenn wir uns auf die Suche begeben nach dem Prozess der Modellierung selber. Ja, wir hatten das ja schon jetzt gehört, Systeme, also wir befinden uns mit beiden Projekten, Garfinkel ja auch, in einem Kosmos aus eben verschiedensten Systemen, die sich aufeinander beziehen und die miteinander arbeiten müssen oder können und wollen. Und eines dieser Systeme oder ein Ausschnitt davon ist die technische Infrastruktur. Und die wollen wir jetzt eigentlich auch nicht sehr detailliert besprechen, aber doch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, weil sie doch wichtig ist für das, was wir in der DH tun. Und zwar geht es hier um die Frage, ganz praktisch, was wir technisch brauchen, was technisch nötig ist, um diese Wissensdinge, die wir im Nachlass haben, für die Communities, jetzt in diesem Fall Plural, dann bereitzustellen. Also Soziologie, DH, egal wer dann damit arbeiten möchte. Und bei uns, also bei Luhmann, bedeutet das vor allem, dass wir die Daten immer wieder von einem Medium ins nächste überführen. Also Stichwort mediale Transformation. Wie gesagt, ich werde hier gar nicht auf Details eingehen. Diese Folie soll Ihnen jetzt nur einen Überblick geben über die Techniken und Tools, die wir konkret verwenden. Zum Beispiel, was oben links angefangen, die meisten vielleicht am ehesten noch bekannt ist, den Oxygen-Editor, dass wir den benutzen zur Bearbeitung der XML-Dateien, dass wir GitLab nutzen als Versionierungs- und Dateiaustausch-Tool und tatsächlich auch als Hauptkommunikationstool. Dann diverse Techniken zur Bilddigitalisierung und Bearbeitung, so eher rechts. Und generell, und darunter dann alles, was noch an Technik da noch dahinter steht. Und generell gesagt, dass wir also die verschiedensten Dateiformate nochmal hervorzuheben. Also man sieht es ja hier so ein bisschen XML, HTML, JSON und so, damit der Luhmann-Nachlass eben für die verschiedenen Communities auch gut zu benutzen ist, weil alle ihre eigenen Sprachen und eigenen Dateiformate haben, mit denen sie das eine oder andere gut machen können oder eben nicht. Genau, und durch diesen ganzen, das Diagramm eben soll zeigen, auch so ein bisschen, wie unser Datenfluss dann abläuft und wie die Wissensdinge eben vom Anfang an, vom physischen Zettel bis hin zum Frontend dann ihren Weg finden, ihre Wayfinding Journey unternehmen. System 1, also der Zettelkasten, das sehen wir hier ganz klassisch, da sind wir auch schon recht weit, das hat Jennifer schon gesagt, oder das ist das am weitesten fortgeschrittene der am weitesten fortgeschrittene Teil, das Modell steht. Wir sehen links die XML, den Ausschnitt vom XML, wie wir modellieren, wie die Zettel miteinander verknüpft sind. Das hatte Jennifer auch schon gesagt, ins Detail hier zu gehen, wie Luhmann seine Zettel verknüpft hat und verwiesen hat vom Zettel und quer über den ganzen Kasten hindurch. Da sei verwiesen, entweder auf YouTube oder vor allen Dingen auf unsere Webseite natürlich, wo es ein riesengroßes Tutorial gibt. Das führte jetzt hier zu weit. Es sei nur so viel eben gesagt, dass wir das hier festhalten, so im XML und daraus dann verschiedenartige Visualisierungen, Modellierungen bzw. Erkundungen des Wissensdings, Zettel oder des Zettelkastens ausführen können. Und zwar sehen wir dann rechts eben das die Zettel-Einzelanzeige, das ist dann unten ist der Zettel in seinem
nahen Kontext, also dieser kleine Minigraph, da zeigt dann eben Vorgängerzettel und Nachfolgezettel. Und darüber sehen wir dann den Zettel in seinem größeren Kontext. Da kriegt man schon eine kleinere oder ein bisschen besseren Eindruck davon, wie, ja, welche Verknüpfungsarten es auch, also dass es unterschiedliche Verknüpfungsarten vor allen Dingen gibt und wie weit die sich eben miteinander verbinden und über den gesamten Kasten hindurch ziehen. Weitere Visualisierungen des Wissensdings Zettelkasten sind hier von Gästen bzw. ehemaligen Mitarbeitern unternommen worden. Andreas Kutschera hat die Zetteldaten mal in eine Graph-Datenbank geschmissen, wie man das so schön sagt. Und mein Vorgänger Sebastian hat, ich glaube, es war 2017, daraus eine 3D-Visualisierung versucht, also das tatsächlich mal so explorativ versucht darzustellen. Diese Zettel sind natürlich, haben natürlich nicht nur Vor- und Nachgänger, Vor- und Nachfolger, Vorgänger und Nachfolger, sondern verweisen auch quasi in Hyperlink-artig quer über die Zettel, also in der dritten Dimension über die Zettelkastengrenzen hinweg aufeinander. Ja, inwieweit das jetzt eben, es sind explorative Wege, diesen Wissensraum, dieses Wissensding zu besprechen, darzustellen, inwieweit das eben zum besseren Verständnis beiträgt, das ist noch, also da müssen wir weiter drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, so kann man es am besten formulieren, glaube ich. Also es ist noch nicht, man kann noch nicht eindeutig sagen, ja, das hilft uns unglaublich weiter oder nee, das ist ja alles Mist, sondern das hat ganz, ganz viel Potenzial, aber es ist eben noch völlig am Anfang. Genau, das heißt, da knüpfe ich direkt an, weil was wir jetzt gerade ja gesehen haben, ist ja nur ein kleiner, wenn auch wichtiger Ausschnitt des Nachlasses, nämlich der Zettelkasten und wie die Zettel untereinander sich verknüpfen und visualisieren lassen. Aber wie wir ganz am Anfang schon gehört haben, der Zettelkasten ist ja nur ein Teil davon und für Luhmann ist es eben wichtig, dass aus dem Zettelkasten heraus seine Publikationen und so und damit auch die ganzen anderen Wissensdinge entstehen. Und das heißt, wo wir jetzt gerade erst dran sind, ist, dass wir die Manuskripte unter sich, deren Verknüpfungen so modellieren und dann natürlich eben auch die Frage, ob und wie wir alle Wissensdinge im Nachlass zusammen modellieren können. Das, was Sie hier jetzt sehen, ist ja, naja, ein Versuch einer Visualisierung eines, naja, also nur eines einzigen Werkes. Und ich will da auch mal kurz ein Beispiel zeigen, worum es hier geht. Und zwar, die Kreise sind Manuskriptfassungen aus dem Nachlass. Und hier mal ein Beispiel oben, ich fange mal oben links bei A an. Das ist die allererste Manuskriptfassung, die also mit der Nummer 1514. Die Nummer hat nichts zu sagen, das ist kein Jahr oder so, das ist nur eine fortlaufende Nummer. Die ist 1992 verfasst worden und wird dann zweimal überarbeitet, also 1515, 1516, da geht der Strich weiter. Und überarbeitet heißt bei Luhmann, dass er, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, das erste Manuskript kam, ich sage mal, aus dem Zettelkasten schon fast fertig heraus und wurde dann nur noch fein überarbeitet, ein bisschen Absätze hin und her geschoben, Kleinigkeiten geändert. Also er hat normalerweise nicht grundsätzlich dann noch inhaltlich was geändert, sondern wirklich nur am Output am Ende sozusagen. Und das ist insgesamt sehr interessant, danach zu vollziehen, wie da die Überarbeitungsschritte so abgelaufen sind. Und da sind wir noch dabei, ob und wie wir das modellieren können. Also wie gesagt, wir sind jetzt 1514, 1516 und das endet dann ein Jahr später in einer Publikation. Also Publikationen sind hier immer diese Quadrate. In diesem Fall ist das B03. Von dieser Publikation, also von B03, gibt es dann noch mehrere Übersetzungen. Das sind diese länglichen Kästen ganz rechts. Die sind dann in der Regel, glaube ich, nie von Luhmann selber, sondern in der Regel von anderen Personen übersetzt. Die nehmen wir aber trotzdem mit auf, eben wie schon gesagt, die als Bibeldatensätze, weil wir das zu dem Werk hinzuzählen. Und die letzte Übersetzung zum Beispiel sieht man hier, die ist ins Italienische gewesen, wenn ich mich nicht irre, die war 2018 veröffentlicht, also 26 Jahre später. Also auch nach Luhmanns Tod schon. Dann gehen wir einmal zurück zu dem Kreis 1516.
weil aus dieser Manuskriptvorstufe hat Luhmann noch eine Vorlesung gemacht. Das heißt, diese Abzweigung nach unten zu Zeile D 33, 21. Und daneben dieses Sechseck, das ist die Audioaufnahme der Vorlesung. Und die Vorlesung, das war übrigens Luhmanns Abschiedsvorlesung. Und diese Vorlesung wiederum fließt dann in Zeile C in eine andere Manuskriptfassung ein, das ist hier 1518. Die wird dann noch dreimal überarbeitet und bevor sie dann am Ende rechts als Aufsatz publiziert wird, das ist hier jetzt das Viereck AJ16. Und auch von denen gibt es dann wieder mehrere Übersetzungen, inklusive Japanisch. Das ist bei Luhmann, also in Japan ist Luhmann scheinbar sehr beliebt. Das ist auch interessant. Und all das, also dieses gesamte Konstrukt, was wir jetzt hier sehen, ist ja eigentlich ausgehend von nur einem, von einer Grundidee, weil das alles im Grunde dasselbe, ja, ich möchte nicht Thema sagen, aber denselben Gedanken irgendwie verarbeitet und weiterverarbeitet in verschiedene, ja, Publikationsfassungen bringt. Man sieht ja, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber dass andere dann auch noch abzweigen und nochmal davon noch, dann endet irgendwo was. Also, weil das hier, also weil Luhmann ja selber sagt, dass diese Zettel eigentlich seine Bücher schreiben und nicht er, sondern der Gedanke, das kommt alles aus dem Zettel, aus dieser Gedankenmaschine Zettel. Und weil diese Zettel sozusagen der Ausgangspunkt all seiner Publikationen sind, beginnt das dieses Netzwerk, was wir hier zeigen, natürlich eigentlich noch weiter vorne, nämlich links oben bei den, genau, bei den Zetteln, also noch vor dem ersten Manuskript stehen die Zettel. Und das ist ein Punkt, an dem sind wir zum Beispiel noch gar nicht, wie wir die damit einbringen können, weil das dann natürlich eine spannende Frage ist. Wir können ja, also, oder wie können wir modellieren, welche Gedanken aus dem Zettel herauskommen, ohne zu sagen, ja, der Zettel hat damit direkt was zu tun. So, ich habe jetzt mehrfach den Begriff Werk verwendet und auch am Anfang schon von seinem Lebenswerk, also von Luhmanns Lebenswerk gesprochen. Da, was aber wichtig ist, dass wir während der Arbeit sehr deutlich gemerkt haben, während des Modellierens, dass wir uns eigentlich kritischer mit den Begriffen wie Werk auseinandersetzen müssen, wenn wir Luhmanns Arbeitsweise und die Wissensdinge im Ganzen verstehen und beschreiben wollen. Und dazu macht Lena jetzt weiter. Genau, und in Anbetracht der Zeit und da wir nur eine Hälfte dieses Vortrags eigentlich einnehmen dürfen, mache ich die Folie jetzt hier ganz kurz und ihr erschreckt schon, hier ist nämlich wieder so ein völlig unübersichtlicher und noch schlechter zu erkennender Graph. Das soll euch, ich werde da gar nicht weiter drauf eingehen, das soll euch einfach nur zeigen, genau an dieser Stelle sind wir nämlich gerade, dass wir die Ansätze unserer, es geht ja hier um die Modellierung, also um den Prozess der Modellierung, auf der Suche nach dem, wie wir eben den Wissensraum, das Wissensding modellieren können. Auf der Suche danach nutzen wir natürlich schon das, was da ist. Und da hat Jennifer schon gesagt, dass wir unsere bibliografischen Items, die nicht physisch als Wissensding vorhanden sind, sondern aber die wir als, naja, als Hilfestellung beziehungsweise als wirklich belegte Literaturreferenz Luhmanns in seinem Manuskript oder was trotzdem modellieren und als XML-Datensatz nachhalten, da die haben wir angelehnt an die Functional Requirements for Bibliographic Records, um hier mal ein kleines, also wirklich ein Standardmodell zu nennen. Und an dem Punkt befinden wir uns gerade, wie können wir das weiter nutzen, wenn wir dieses komplexere System, also das heißt die Typoskripte, die Manuskripte und eben dann auch letztendlich die Zettel mit einbeziehen können. Und das, wie gesagt, das ist eine offene Frage oder ja, da sind wir gerade an dem Punkt. Es ist überhaupt nicht geklärt, ob das überhaupt funktioniert, ob sich diese Förberregeln dazu eignen. Sie sind ja eigentlich für normale Titelaufnahmen in der Bibliothek oder für ganz andere Bereiche als Werkbeschreibungen benutzt worden. Trotzdem zeigen sich damit natürlich auch Möglichkeiten. Also insgesamt soll das einfach nur zeigen, dass es tatsächlich hier ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie andauernd dieser Prozess der Modellierung eigentlich ist und wie je länger das Projekt andauert und je weiter die Werkkonstitution und die Werkerschließung fortschreitet, wie ständig in Veränderung begriffen unser Verständnis vom Modell und von den Wissensdingen letztendlich von Luhmanns Denken und Arbeiten dann auch ist. Jetzt ist
Ach, Andreas ist wieder da. Ich sehe ihn nicht. Oh, ja, vielen Dank. Also irgendwie das Uninetz ist heute etwas schwierig mit mir, aber ich hoffe jetzt mal, jetzt geht es besser. Genau, jetzt wollen wir nämlich quasi ein bisschen darauf antworten, was jetzt von Luhmann vorgelegt wurde. Wie sieht das Ganze denn in unserem Fall aus? Also was sind da die Erwartungen der Fachcommunity? Und wie schon gesagt, das Ganze findet eben im Rahmen eines soziologischen Sonderforschungsbereichs statt. Und einerseits geht es darum, eben diesen Teilbestand Occasion Maps, der da für uns aus Boston, wo das Archiv eigentlich ist, hier nach Deutschland gebracht wurde, dass wir den untersuchen. Und wir haben den, wie gesagt, einfach als Stapel in diesen Tüten bekommen. Das heißt, das bedeutet für uns erstmal, dass wir den tatsächlich auch erstmal digitalisieren mussten von Grund auf. Und dann eben aus dieser Digitalisierung erstmal Metadaten erzeugen mussten, also Datengenese und Datennutzung. Und dann die Nutzung idealerweise später in innovativen Erschließungs- und Präsentationsformen realisieren sollen. Und der Anspruch ist eben ein bisschen, dass wir die Gedanken Garfinkels selber in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Also dass wir das im Sinne der Soziologen oder im Sinne der Ethnomethodologie und Praxeologie auch unsere Nachlasserschließung durchführen. Ethnomethodologische Herangehensweise eben bei den Digitalisierungen und Erschließungspraktiken. Und dass eben die Ergebnisse, die wir dann durch diese Bearbeitung dieses Teilbestands Occasion Maps machen, dass die dann wiederum prototypisch vielleicht eine Vorlage oder eine Hilfe sein können für das gesamte Garfinkel-Archiv. Das wird, wie gesagt, in Boston bearbeitet. Und wir sind auch in Kontakt mit den Bostoner Leuten und versuchen eben dann, dass einige Sachen von unseren Erkenntnissen dorthin zurückfließen können. Das ist quasi das, was von der Fachcommunity hier von uns erwartet wird. Und was wird von uns selber an uns erwartet, also von uns als Digital Humanists, ist eben, dass wir dadurch, dass es so ein prototypisches Projekt ist und wir nicht dafür verantwortlich sind, jetzt in 3 Jahren das große Garfinkel-Archiv zu machen, dass wir eben Raum haben für experimentelle Ansätze, statt eben nur die Dienstleistung Nachlasserschließung hier zu machen. Und das wollen wir eben machen durch sowas, was ich habe das jetzt mal kritisch reflektiertes Prototyping genannt. Also, dass wir eben Prototyping machen, nicht einfach nur, weil wir es können, sondern dass wir auch dann ein bisschen darüber nachdenken. Was macht das mit dem Material? Was macht das mit den Informationen? Und wie steht das eben im Zusammenhang zum Inhalt der Materialien? Gleichzeitig wollen wir das Material nutzen, um selber empirische und theoretische Studien zum Digitalisierungsprozess zu machen. Also wir sind dabei oder haben schon ein sehr langes Paper geschrieben über die Geschichte der Digitalisierung quasi und wie sich diese Methoden und Praktiken entwickelt haben, wie sie sich formalisiert haben und was das zum Beispiel für Probleme, was für Probleme das führen könnte und wie man dagegen steuern könnte. Und eben auch selber uns bei der Arbeit zu beobachten. Also eine Anwendung ethnomethodologischer Ansätze und Methoden auf die DH-Arbeit. Doing DH habe ich das jetzt hier genannt, weil Garfinkel zum Beispiel das Doing Gender geprägt hat in seinen Studien. Deswegen könnten wir sagen Doing DH. Und es gibt dann in der Ethnomethodologie auch das Konzept der Hybrid Studies. Also um etwas zu untersuchen, muss man es selber machen. Das heißt, wir untersuchen sozusagen auch die Digital Humanities Arbeit, indem wir ein Digital Humanities Projekt machen. So ist ein bisschen unsere vielleicht ja, hochtrabenden Wünsche an unser eigenes Projekt. Und genau. Angefangen hat das, wie gesagt, mit einer relativ banalen Digitalisierung sozusagen. Wir mussten die Materialien erstmal scannen. Und das hat 2019 noch in Köln stattgefunden. Musste dann aufgrund der Corona-Krise 2020 unterbrochen werden und konnten wir dann erst Ende letzten Jahres dann jetzt hier am neuen Standort in Wuppertal fortsetzen. Und wir haben dann nicht das klassische Vorgehen gemacht, dass man erstmal die Materialien sichtet, dann eine Struktur schafft, eben Titel vergibt für Dokumente, schon Dinge bezeichnet und dann scannt man es in dieser Struktur entsprechend, sondern wir haben bewusst gesagt, im Sinne eben der Ethnomethodologie, wir sehen das erstmal naiv, einfach als einen Haufen von Objekten, die gescannt werden müssen und wir scannen sie quasi oder digitalisieren sie naiv, dem Befund entsprechend. Das heißt, Ordner, die in anderen Ordnern waren, diese Ordnerstrukturen haben wir erfasst und haben wir einfach notiert, Verschachtelungen haben notiert, wenn Sachen zusammengetackert waren, das haben wir notiert. Aber wir haben darüber hinausgehend nicht inhaltlich auf die Objekte geschaut und dann zum Beispiel schon Manuskripte oder thematische Sachen zusammengelegt, sondern das wirklich naiv digitalisiert und dann in einer riesen Excel-Tabelle einfach festgehalten mit Signaturen, die eben diese Ordnerstruktur wiedergeben. Und dann im zweiten Schritt haben wir, oder das hat unsere Hilfskraft Angela Kump gemacht, hat dann eben aus einer klassisch archivarischen Sicht ein XML-EAD
Findbuch erstellt und hat sich dort dann eben an den Richtlinien orientiert, an denen man sich normalerweise in ein Archiv orientieren würde. Und das eröffnet quasi einen zweiten Blick auf dieselben Materialien. Und so hatten wir quasi dann eben unter dem Stichpunkt Datengenese schon einige Daten zu diesen Materialien generiert. Und was haben wir dann damit gemacht? Und Lena, könntest du weitermachen? Genau. Im ersten Schritt habe ich dann wirklich einfach mal im Sinne des Prototypings oder Tinkering nennt man das auch, einfach mir irgendwelche Tools aus dem Internet geschnappt und unsere Daten dort hineingefiltert. Und oben links sieht man zum Beispiel eine mit D3 erstellte Visualisierung, die quasi also die Ordnerstruktur wiedergibt. Also innen sind die Folder und dann nach außen hin wird es immer kleiner, bis man wirklich bei den einzelnen Seiten ankommt, um einfach rein visuell zu sehen, wie tief sind diese Materialien verschachtelt. Und das rechts ist eine Implementation des Vicus Viewer, der ja von der FH Potsdam entwickelt und auch schon in vielen schönen Projekten eingesetzt wurde. Und da habe ich unsere Daten in das entsprechende Format gebracht und konnte somit hier schon mal eine Visualisierung und ein kleines Interface generieren. Und das orientiert sich dann so ein bisschen an einem Konzept, was von Potsdam entwickelt wurde, der Generous Interfaces. Also, dass man zunächst einmal alles zeigt, wie man hier sieht, alle Dokumente rein visuell zeigen. Das soll auch bewusst ein bisschen überwältigend sein. Und dann kann man in die Tiefe gehen, sich einzelne Dokumente anschauen. Und das war zum Beispiel eine Idee, die wir hatten, dass man, okay, so können wir das schon mal zeigen, was wir hier haben. Und dann etwas weiter strukturiert haben wir eben auf Basis dieses Findbuches und auf Basis dieser Excel-Metadaten haben wir manuell uns mal versucht, einen Überblick zu verschaffen, was haben wir denn hier eigentlich in diesen Occasion Maps? Und dann sieht man hier auf einer Zeitleiste, dass es von den späten 50er Jahren bis eben in die 90er Jahre geht. Und auf der vertikalen Achse, das haben wir jetzt mal so Werkhaftigkeit genannt, was wir hier machen. Also auf der untersten Ebene sind die Bücher, die Garfinkel gelesen hat, die Artikel, die er kopiert hat, bibliografische Angaben und so weiter. Also Dinge, die wirklich nicht sein eigenes Werk sind. Und dann gibt es eben Notizen, die er zu Lectures gemacht hat oder Audiotranskripte oder Übungen, die er mit Studierenden gemacht hat. Die sind quasi ein bisschen darüber angesiedelt. Und dann Notizen, die er gemacht hat. Und ganz oben, das sind die Drafts. Das sind die einzigen Dokumente, wo man sagen könnte, das entspricht dem, was man einem schriftlichen Werk gleichsetzen könnte. Und man sieht eben hier auch schon, dass es quasi so eine Entwicklung ist, dass er halt über Jahrzehnte Notizen gemacht hat, dass er über Jahrzehnte Übungen mit Studierenden zu diesem Thema gesammelt hat und dann erst in den 90ern, also 2 oder 3 Jahrzehnte, nachdem er angefangen hat, sich Notizen zu machen oder Sachen zu sammeln, erst auf die Idee gekommen ist oder das angefangen hat, das in einer schriftlichen Form irgendwie festzuhalten und auszuarbeiten. Und wir zoomen jetzt mal ran an diese Drafts. Und es ist okay, dass Sie das jetzt nicht alles lesen können. Das ist nämlich tatsächlich nicht so wichtig. Das ist einfach eine Gruppierung dieser Drafts nach dem Entstehungszeitraum und auch nach dem Titel, den er Ihnen gegeben hat. Und das Ganze suggeriert jetzt vielleicht so eine Textgenese, aber das soll es gar nicht sein. Und deswegen ist es auch kein gerichteter Graph hier, sondern einfach nur Verbindungslinien. Denn es sind Verbindungen zwischen diesen Texten erkennbar. Man sieht, dass er einige Sätze dort mal wiederverwendet hat oder einige Ideen dann ausgearbeitet hat. Aber es ist nicht so, dass er 1991 angefangen hat, einen Text zu schreiben, den er dann 1996 vollendet hat. Es sind vielmehr einzelne Entwürfe, die immer wieder dieselben Ideen aufgreifen und sich eben so gruppieren lassen. Und dann habe ich überlegt, ob das nicht darauf hindeutet, dass er vielleicht dieselben Ideen auch schon viel, viel früher aufgegriffen hat, in Sachen, die noch eben kein Draft waren. Und auf der nächsten Folie habe ich mir mal exemplarisch ein Dokument, was 2 Jahrzehnte vorher entstanden ist, rausgesucht von 1973. Das ist ein Transkript eines Gesprächs, das er mit John O'Neill, das ist ein kanadischer Soziologe, geführt hat. Und die schlechte Bildqualität kommt einfach daher, dass dieses Dokument so verblichen war, dass ich es hart mit Photoshop bearbeiten musste, um es lesbar zu machen. Und dann habe ich geguckt, tauchen in diesem frühen Dokument vielleicht schon dieselben Phrasen und dieselben thematischen Schwerpunkte auf, die er dann in den 90ern in dieser Draftform ausgearbeitet hat. Und rein stichprobenartig habe ich da sofort festgestellt, dass dann wirklich dieselben Phrasen auftauchen. Also zum Beispiel Properties of Occasion Maps. Und das wird dann nachher zu einem der Titel dieser Drafts. Also Achieved Locally Occasion Properties of Occasion Maps. Und daher kommt eben auch der Titel dieses ganzen Nachlasses. Oder diese Phrase Consulting the Map.
part of the journey that it is consulted to make oder when it's consulted as part of the journey. Und das kommt auch später immer wieder vor. Und das hat mich dann auf die, das hat uns dann auf die Idee gebracht, dass vielleicht eben diese Begriffe ein interessanterer Fokus sein könnten, als das textliche Werk in diesem Nachlass zu finden. Und dass diese Begriffswelt vielleicht das eher als das Werk von Garfinkel zu betrachten ist. Und um das mal näher zu analysieren, mussten wir uns natürlich einmal wirklich tief in diese Begriffe einarbeiten. Und dazu hat sich mein Kollege Enes Türkoğlu eben einen Text mal rausgesucht, einen dieser am meisten ausgearbeiteten Drafts, um dann in diese Begriffswelt einzutauchen. Ja, Andreas, vielen herzlichen Dank, nicht nur für deinen schönen Vortrag und schöne Anschlussworte, aber auch für deine Arbeit, diese Überblick zu schaffen, dass wir dann da rauskommen könnten, ein bisschen nicht mehr im Überblick, sondern in die Tiefe gucken zu können. Ja, genau, also am Ende des Tages kann man sagen, dass wir nach der Suche an einem traditionellen Werkbegriff waren, ein Werk, das wir uns orientieren können, ein Orientierungswerkzeug nehmen und dann Vergangenheit schauen, die Manuskripte, Typoskripte untersuchen könnten, dann das ist da hier ein bisschen anders gekommen. Wir haben gesehen, dass die Garfinkel nicht so traditionell arbeitet, eine andere Herangehensweise und wie mein Kollege angemerkt hat, da war vielleicht Begriff ein Stichwort. Und ich möchte kurz mal erläutern, wie wir dann darauf gekommen sind und uns dann auf diesen Begriffenwelten konzentriert haben. Genau. Vielen Dank, Lena. Das war die ausgesuchte Dokument. Natürlich haben wir das nicht allein ausgesucht, sondern mit Fachexperten Meinungen ausgetauscht, weil wir bräuchten ein Dokument, das möglichst vollständig war, also vollständig im Sinne von, dass die Garfinkels Ideen in diesem Themenkomplex möglichst vollständig beinhaltet ist. Das ist so ein 28-seitiger Dokument. Okay, und die Herausforderung war hier, also als ich mit dieser Aufgabe konfrontiert worden war, okay, hier ist das Dokument, das muss tief verstanden werden, weil das muss ja Orientierungsstück sein. Die Herausforderung war Garfinkels Sprache. Also Ethnomethodologie verwendet fast poesieartigen Prosastil, um diese Praktiken zu beschreiben. Wir haben ja gesagt, mundäne Alltagspraktiken werden beschrieben, aber deren Sprache ist nicht so mundän und nicht so praktisch. Was in seinen Texten geschieht, ist, dass eine Idee vertikal, also wie im Lesebestimmung meine ich damit, Laufe des Textes beschrieben wird, also erstmal das und wenn das so ist, das ist dann das und so, ne? Also wie wir so kennen. Wobei all die Aspekte aber, wenn diese vertikale Erklärung erläutert werden, horizontal auch aufgebreitet werden. Also wenn Garfinkel ein Wort benutzt, möchte er sicher sein, dass wir genau wissen, was er mit diesem Wort meint. Ja? Und da kann man ganz schnell sich in einer von den beiden Richtungen verlieren. Entweder kann man die Horizontale anfangen, sich seine Gewohnheit zu machen, zu verpassen, aber oder Horizontale sich verlieren und die vertikale Reihenfolge weggeht. Also war sehr schwere Lesart. Bitte nächste, Lena. Ich habe so ein Beispiel mitgebracht, damit Sie ein bisschen verstehen, damit das nicht so abstrakt bleibt, was ich meine, dass es die Sprache so eine Herausforderung ist. Sie müssen das nicht verstehen. Ich lese einmal für Vollständigkeit halber vor. They will be called occasion maps in that the traveler's work of consulting the map is an unavoidable detail of the in-situ. In its course, just as next time through, traveling buddy's wayfinding journey that the map is consulted to get done and under that worksite condition that the map's consulted is pictable, relevant to the user, properties of logic, order, meaning, factual adequacy, followability, completeness of instructions, sufficiency of instructions, notational clarity, analyzable format, ne? Und so weiter. Also möchte ich jetzt aus Halb und Minister Ende lesen, aber wie Sie merken können, wie vertikal etwas anfängt, welche Bestandteile eine Idee hat, Occasion Maps, wieso sind die Occasion Maps, aber während wir die Occasion Maps beschreiben, dass wir in rechts und links uns verteilen, ich sehe, dass wir ein bisschen Zeit haben sollen, okay, sind Sie bereit mit mir eine Rap Battle, dass ich dann in 5 Minuten Rest der Vortrag runterwerfe, aber Sie werden ja Zeit haben, Fragen zu stellen, dann gebe ich ein bisschen mehr. Okay, das ist die Sprache, sehr schwer. Wie verstehen wir das? Andreas Mertens und ich stehen wir vor diesem Text und da denken wir, okay, was ist der Sinn dahinter, wie verstehen wir das? Können wir gerne nächste gehen, wenn man möchte. Genau, und dann sehen Sie, da gibt es eine Notiz auf diesem Dokument, steht, Enrolls hat das gelesen. Wer ist Enrolls? Sie ist auch SFU-Mitglied, macht mit bei unserem Forschungsprojekt, mit ihrem Teilprojekt und sie ist die Leiterin von Harold Garfinkel Archive und eine der erfolgreichsten Studentinnen von Harold Garfinkel. Also, wenn eine Person zu dieser Sprache was sagen kann, das ist dann Enrolls. Und sie hat ein paar schöne Sätze dazu gesagt. Andreas, können wir gerne die nächste machen. Lena, Entschuldigung. Sie sagt, words forms of speech incorporate ways of thinking. If you are proposing that the things stand in different relationships to each other, then what's usually proposed and the language that people take for granted is not going to work. Next bitte. Garfinkel is arguing that the objects don't just exist,
they need to be accomplished. And the process of their accomplishment is what we are looking at. They have a language that treats parts of speech as a standing in a referential relationship with epistemic objects. And you need to use that language in order to talk about a theory that says that no, they in fact don't have that ontological characteristics. So Garfinkel uses a lot of phrases, as of which the car as a feature of the situation, as of which it is a part. Yeah. Okay, dann. Wo sind wir, damit ich mich nicht verliere? Okay, dann ein bisschen hin und her überlegt. Wie gesagt, lass uns dann diese Wörter in der Mitte setzen. Ne? Nicht, weil wenn es nicht zufällig ist und wenn es das beschreibt, was Garfinkel meint, und wenn er, also er hat auch schon gesagt, wir haben dann später ganz viel darüber gelesen, wie wichtig er für ihn ist. Also das ist für ihn eine Manifestation von der Forschung, viel bessere Manifestation als ein Buch, als Werk sozusagen, wie diese Wörter aneinander hängen. Dann haben wir dieses Dokument genommen, dann haben wir gesagt, okay, dann reduzieren wir das auf atomare Ebene. Wir schneiden alle Wörter und gucken, wie die miteinander in Beziehung setzen. Hier sehen wir Titel als Beispiel, können wir direkt in die nächste Folie gehen. Hier sehen wir die Beziehung zwischen den Dingen. Dieses Dokument besteht aus Notizen. Was gibt es mit diesen Notizen? Da geht es um zwei analytische Formate, die werden verglichen. Was sind diese analytischen Formate? Also wie Sie sehen können, hier laufen wir so einem Graphendatenbank hinaus. Auf jeden Fall. Also wir haben Knoten und die haben Beziehungen. Und das haben wir so ausgedrückt. Ich muss sagen, das ist nicht eine grammatische Grapherschließung. Also es geht uns nicht im ersten Stelle grammatische Strukturen abzubilden. Es geht einfach darum, wie diese Benennungen, die Garfinkel wirklich fast religiös daran hängt, miteinander interagieren und wie daraus diese vertikale, horizontale und zirkuläre Situation entsteht. Das haben wir ganz lange gemacht, ganz viele Stunden mit ganz vielen Leuten zusammen, diese Text Wort per Wort eingearbeitet und so eine riesen Graph damit geschaffen. Vielleicht können wir die nächste gehen. Hier ist ein anderes Beispiel über diese Horizontale, wo das wirklich klar ist, worum es geht. Manchmal schreibt Garfinkel bestimmte Worte mit Sternchen. Hier schreibt er Order mit Sternchen und dann sagt, ja, ich benutze das mit Sternchen, weil ich meine damit ganz genau das. Und ne, sagt, ich meine damit Maps Completeness, Consistency, Clarity, Factual Accuracy. Und so weiter und so fort. Und dieser Graphenansatz ermöglicht uns, das vielleicht ein bisschen besser als der Format Text zu visualisieren, zu verstehen. Nicht? Also hier sehen Sie an der linken Seite eine vertikale Argumentation, indem wir sagen, in Kapitel 1 gibt es zwei Abschnitte, die eine sich auf die andere bezieht. Also Garfinkel benutzt so einen Begriff, wie es meint, under these conditions. Damit meint er alles, was er davor gesprochen hat. Under the conditions of everything. Und das bilden wir so ab. Und dann an der rechten Seite sehen wir dieses spezifische Beispiel von Order, wie das aufgeschlüsselt ist. Und allerdings rechte, untere Teil auch viel von anderen Textteilen kommt, nicht unbedingt, wo er über Order spricht. Und wenn man das einmal sowas gemacht hat und sich die Mühe gemacht hat, dann kann man damit einen entstehenden, interessante Prototyp, wie mein Kollege gesagt hat, entwickeln, nämlich sowas. Ja, vielleicht möchtest du ein paar Sätze dazu sagen, Andreas, oder ich kann weiter rappen, wenn du willst. Ich kann ganz kurz nur sagen, ich als Editionswissenschaftler wollte natürlich von dieser abstrakten Graph-Datenbank wieder zurück zu einem Text. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das wieder mit einem Text zusammen in Verbindung setzen? Habe eben diesen Prototypen entwickelt, der eben in so einer synoptischen Ansicht den Text anzeigt, mit diesen Begriffen eben gehighlightet und dann aber live quasi von diesen Begriffen auf die Graph-Datenbank zugreift und eben die Verknüpfungen dort zeigt. Und das im Sinne der Wayfinding Journey sieht man hier quasi die unterschiedlichen Wege, die quasi unterhalb dieser Textschicht in diesen Begriffswelten verlaufen. Und das ist einfach vielleicht eine interessante Art, wie man eben sich diese Texte und auch den Inhalt dieser Texte besser erschließen kann mit dieser Graph-Datenbank. Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass man auch über diese Begriffe in dieser Ansicht auch dann zu anderen Dokumenten kommen kann, die mit diesen Begriffen in Verbindung stehen. Das nur kurz dazu. Vielen Dank, Andreas. Dazu kann ich auch ganz kurz sagen, das ist so der Trick der Sache, nicht? Einerseits, wir behalten die Linearität von dem Text, wie das intended ist, also respektabel zu diesen Medien selbst. Einerseits aber die Zirkularität von den Graphendatenbanken, ist die so frei von Stellungnahme von jeder Ecke gestartet werden kann und irgendwo beendet werden kann, das mit dem Ende nichts zu tun hat. Und so kommt mehr Wert daraus. Okay, vielen Dank, Lena. Könntest du gerne... Und so, ja, okay, dann kommen wir jetzt zu Ende tatsächlich. Was haben wir gelernt? Alles schwebt, das war unser dann letzter Titel sozusagen. Also haben wir so viel gedacht und geforscht, geschrieben, erfasst und am Ende fühlt man sich doch noch in dem Zustand. War das richtig jetzt, was wir gemacht haben? Sind wir jetzt zurecht geworden? Ist das gute Forschung, was wir hier betreiben? Und da drei Punkte möchten wir da ein bisschen festhalten, was wir alles besprochen haben.
Der Einsatz digitaler Methoden und damit Modeling erfordert eine zirkuläre, rekursive Herangehensweise. Wir modellieren etwas, wir fangen diese Modelle anzuwenden, wir lernen durch dieses Modell etwas über das Bestand. Dann merken wir, dass unser Modell nicht hält, weil wir wissen jetzt besser als vorher. Das heißt, müssen wir das evaluieren, neu machen und das bis zur alle Ewigkeit. Die angewandten Methoden und daraus gewonnene Erkenntnisse führen wiederum zu möglichen neuen Methoden und damit dem Potenzial für weitere Erkenntnisse. Nicht also wieder in Teil dieser Zirkulation. Und ich bitte ihn darum, das im Kopf zu behalten, ist diese Zirkularität und dann alles schwebt. Und dann kommen wir aber am Ende dann zu dem Punkt, der erkenntnisgebende solche Projekte für die DH für uns liegt nicht primär in den erreichten Zielen oder entwickelten Plattformen. Nämlich nicht, am Ende 3 Jahre sind wir gefördert worden, hier sind unser Portal, jetzt können die Forschenden da gehen und rumklicken und das benutzen. Sondern wir beobachten immer wieder, in den auf der Reise dorthin vorgefundenen Problemen, beschrittenen Wegen, manchmal Erkenntnisse in sich behalten. Also nicht, also ich habe jetzt mit Grafenkirchen mich so tief beschäftigen müssen, ich habe so viele Erkenntnisse gewonnen. Ich weiß es nicht, wie weit das im Endergebnis dann widerspiegelt wird, was ich dabei alles gelernt habe, wenn ich das gemacht habe. Und wenn wir etwas heute Ihnen mitgeben wollten zum Nachdenken oder mit uns zu diskutieren, ich glaube, das ist das, was wir sagen wollen. Hat vielleicht diese Sprache nicht so richtig ausgebaut, genau darüber zu sprechen, was im Laufe der Reise passiert ist, jenseits der technischen Möglichkeiten. Ich bedanke persönlich bei Ihnen herzlich. Ich gucke meine Kollegen, ob die noch mal etwas addieren möchten. Vielen Dank, Ines, für das Schlusswort. Ich amüsiere mich gerade. Du hast das super auf den Punkt gebracht. Ich frage mich nur, was unsere Evaluatoren in ein paar Wochen sagen, wenn wir dann den Luhmann vorstellen und sagen, ja, das Portal funktioniert nicht so, aber wir haben so viel gelernt. Wird bestimmt toll. Kommt gut an. Ich danke dir fürs Zusammenfassen. Ja, ich denke dir, Lena, für die Zusammenarbeit. War echt Spaß. Vielen herzlichen Dank und wir sind offen für die Fragen und Diskussionen.